Hallo, mein Name ist Fabian Krane, das ist Almost Daily und ich treffe mich heute mit meinen Freunden. Hallo und herzlich willkommen zu Almost Daily an diesem fantastischen Tag. Hallo, liebe Leute da draußen und auch hier in den Bildschirmen. Hallo, liebe Charlotte. Guten Tag. Hallo, Sandro. Hallihallo. Hallo, Katjana. Grüß Gott miteinander. Das war zu erwarten. Ey, kurz, sofort einhaken. Ja, da ist es schon diskussionswürdig, ne? Entschuldigung, aber weil ich gerade darauf... Weil meine Oma war früher in einem Altersheim in der Nähe von Bayern. Und wir haben immer, als wir sie besucht haben, war nur einmal, mussten wir immer sagen, grüß Gott, grüß Gott. Und ich dachte, es ist so komisch, das in einem Altersheim zu sagen, weil... Ja, es ist so direkt um die Ecke. Genau, es ist so wie, ja, mal sehen, wer zuerst da ist. Oder? Gut. Ja, es ist ein sehr langsames Wettrennen auf jeden Fall. Oder sehr schnell, je nachdem, auf was man es bezieht. Katjana, warte, das war auch die einzige Anekdote, die du für heute vorbereitet hast, oder? Das war's. Ich hab's jetzt abgehakt. Gut. Also, ich bin raus. Alles klar, sehr gut. Aber Feierabend. Bevor wir richtig in Medias Res gehen, möchte ich nochmal an der Stelle ihn richtig vorstellen. Also, Charlotte und Sandro kennt ihr natürlich, weil ihr den wunderbaren YouTube-Channel Luxan Wunder, by the way, auch Wundertütenfabrik genannt. Sie können sich seit Jahren nicht auf einen Namen einigen, aber daher kennt ihr sie und Katjana natürlich auch. Selbstverständlich. Selbstverständlich, genau. Grüß Gott. Grüß Gott, genau. Abonniert diesen Channel, wollte ich jetzt nur ganz kurz sagen. Und ich möchte an der Stelle, weil Almost Daily ist ja auch tatsächlich einfach ein Format, was viele Leute via Podcast hören. Deswegen möchte ich auch einmal ganz nah an mein Mikro rangehen und herzlich willkommen an alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns auf dem Ohr habt, dass ihr uns gerade in der Straßenbahn hört, in der Straba oder im Zug oder auf dem Weg zur Zugspitze. Ich grüße euch. Das für Leute, die Podcasts hören, den könnte man auch direkt ihnen so wie so ein Listen and Repeat. Das macht sich nämlich immer besonders gut, wenn man irgendwo an öffentlichen Plätzen ist. Ich habe eine Freundin, wenn die mit mir telefoniert und ich bin vornehmlich dann im Zug, also nicht nur im Bus oder so, sondern wirklich im Zug, dass sie mir Wörter sagt, die ich sehr laut wiederholen soll. Oh ja, das machen wir jetzt mal. Ja, bist du dir sicher? Das machen wir jetzt mal. Das machen wir jetzt, falls ihr Almost Daily, genau, das ist ja perfektes Format eigentlich dafür. Jeder muss jetzt mal ein Wort sagen und das müsst ihr, wenn ihr das als Podcast hört oder ihr seid zufällig zu Hause, auch vom Bildschirm könnt ihr das auch machen, müsst ihr dieses Wort laut wiederholen. Wir fangen an mit Katjana. Feucht. 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 Okay, Sandro. Hilfe. Ist jetzt Überfall. Feuer total Überfall. Ja, ich war bei Feuer. Es geht entweder ins Anzügliche oder ins Hilfe-Segment. Ja. Alles andere macht nicht so viel Spaß. Ja, das stimmt. Oder, nee. Vielleicht sowas wie Gestank? Oder. Vielleicht. Finde ich gut. Gutes Wort. Auch. Vielleicht gibt es. Ja. Ich bin gestern aus dem Büro rausgegangen und. Welches Büro? In das Büro von Luxan Wunder, von Wundertütenfabrik. Und ich bin aus der Tür raus und wollte gerade zu meinem Fahrrad und eine Fahrradfahrerin ist vorbeigefahren und hat dumme Fotze gesagt. Einfach so oder hat sie damit jemanden? Nein, und das Ding ist, Charlotte, sehr gute Frage, weil es war halt nicht so richtig getimed, dass es zu mir war, aber es war halt definitiv kein anderer Mensch da. Also, und es war halt, ich stand gerade beim Fahrrad und sie ist vorbeigefahren und sie hat es aber nicht, weil ich im Weg stand oder sowas, sondern einfach nur dumme Fotze. Und zuerst, mein erster Gedanke ist, habe ich mit ihrem Freund geschlafen? Nein, aber ich erkannte sie nicht und ich war ihr nicht im Weg. Und daraufhin war meine Schlussfolgerung, dass sie gerade vielleicht ein Lied hörte und mitgesungen hat und im Lied kam drin vor, dumme Fotze. Ja. Klingt nach Rap. Ja,
Das ist auf jeden Fall die wahrscheinlichste aller Varianten. Ja, oder? Ja, Charlotte? Ich finde es auch interessant, also wenn du mit ihrem Freund geschlafen hättest, du der Meinung bist, dass du sie erkennen würdest. Das ja, macht ganz neue Felder auf. Von die meisten, nee, aber das stimmt auch. Aber ich dachte vielleicht würde ich sie, oder vielleicht würde sie noch zurückgucken oder irgendwie so dieses, du blöde, dumme Fotze hast mit meinem Freund. Aber da, also, dass sie nicht mehr zu mir rüber, runter, zurückguckte. Und ich kenne ja ein paar von denen, mit denen ich geschlafen habe, kenne ich ja einfach. Da sind ja überall Bilder. Vom Sehen. Genau. Genau. Da muss man immer dieses Bild umklappen auf dem Nachttisch. Ja, da guckt man mal hin, Sandro, da guckt man ja, mal hin. Mit wen vögel ich denn hier überhaupt? In wessen Bett ich gerade bin. Genau, aber dann ist es vielleicht einfach das realistischere Szenario, dass sie gerade mit einer Freundin telefoniert hat, mit dessen Freund du geschlafen ja, hast. Ja, das ist wahrscheinlich am realistischsten. Und die wissen ja, wo ich ja abhänge. Genau, und sie haben gerade darüber geredet, wie... Was für eine dumme Fotze ich sei. So. Oder, ich komme ja vom Land, und auf dem Land gibt es ja auf dem Dorf immer so, sagen wir, 4 bis 5, so, sagen wir mal, man würde sie wahrscheinlich Dorfdeppen nennen. Mhm. Und wir hatten einen, der ist immer volle Möhre mit dem Fahrrad gefahren und hat Beleidigungen geschrien. Der ist immer, den hat man nur kurz gesehen und dann hat man so im Vorbeifahren so, dummer Wichser! Und war er wieder weg. Und das war sein Thing. Keiner hat gewusst, wie der heißt oder wo der langfährt oder was der sonst so tut. Der kam einfach nur angefahren, hat dummer Wichser geschrien und ist weggefahren. Vielleicht war das das Äquivalent. Hey, und wurde das immer kreativer oder waren die immer, also waren immer richtig platt oder war es so, du gespaltene blöde Persönlichkeit. Okay, du Frojo. Richtig krasse Beleidigung. Aber echt. Handschuhschneeballer. Aber war dann. Aber nee, es war immer ordinär, aber es hat gewechselt. Das ist schon ein cooles Ding zu haben. Das ist mega Feature. Weil das, der braucht keinen Namen. Der braucht auch nichts. So, das ist sein Thing und das macht er, ne? Oh, jeder kennt den. Ne? Ey, wenn der einen Social-Media-Account hat. Mega. TikTok. Hat er schon eine Agentur? Leute, wir holen den rein bei uns. Aber das ist schon geil. Das ist nur, wie verschiedene Leute ihn filmen, wie er vorbeiradelt und was Blödes sagt. Ja. Ja. Da gab es auch immer so einen Typen tatsächlich, der hat Leute beleidigt. Das war irgendwie so ein, ich schätze mal, Saarländer vom Dialekt her. Ja, ja. Da hat so Leute oder ist dann weggerannt, so ein dicklicher Junge irgendwie. Und der hat wirklich so lange, bis die ihm nachgerannt sind, ist einfach weggerannt. Immer mit so einem Telefon vorm Auge und dann weg. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Aber der war voll das Viralphänomen eine Zeit lang. Ich glaube, ich mach das aber mit Komplimenten. Ich glaube, das ist eher so mein Ding. Ja. Ich glaub, da ist du bist wunderschön, egal was die anderen sagen. Ich glaube, das ist mindestens ein Bento-Artikel wert, auf jeden Fall, wenn du das durchziehst. Ja. Ich frage mich, ob dann auch Leute sich wundern und die Geschichte erzählen. Ich bin da aus dem Büro gegangen und dann ist da eine Frau an mir vorbeigelaufen, die hat einfach gesagt, du schöne Frau. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich gemeint war oder ob sie vielleicht ein Lied gehört hat. Ja. Bestimmt einen Pop-Song gehört, nicht einen Deutsch-Rap-Song. Ja. Aber Leute, wie geht's euch eigentlich? Ich frage eigentlich immer, wie es euch gerade geht. Und das hat er mir noch gar nicht gesagt. Wir haben uns ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Stimmt. Tatsächlich. Es ist lange her. Es war auf jeden Fall noch Zeit für dicke Winterjacken. Genau. Ja, da war Katjana gar nicht dabei. Das war im Winter. Da haben wir uns in Hamburg getroffen, sind so per Zufall in so ein Kneipenquiz reingeraten. Ja. Richtig. Und haben natürlich verloren. Natürlich. Aber dafür mit Schmackes. Mit ja, Wumms in die Krise. Dafür hatten wir einen guten Namen für unser Pubquiz-Team. Du hast voll den. ich habe keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Kardinal Ratinger. Nee, Kardinal Ratinger. Kardinal Ratinger. So sieht es nämlich aus. Leute, beim nächsten Kneipenquiz nennt euch Kardinal Ratinger. Dann wisst ihr, dass ihr auf jeden Fall nicht gewinnen werdet. Aber es macht nichts. Dann hat man auf jeden Fall, zumindest ist man mit einem guten Namen gescheitert. Ja. Ja, oh, shit, ist der Name scheiße. Genau, ihr braucht immer so einen Namen haben, der jedes Mal für einen Lacher sorgt, wenn die Auswertung kommt. Ja, jetzt wieder Team. Und dann
Wenn dann alle lachen, dann ist eigentlich alles schon cool so. Ja, ja. Dann braucht man nichts mehr wissen. Oder wenn auch nur der eine Tisch lacht, der den Namen erfunden hat. Das reicht auch schon. Das ist wahrscheinlicher. Ich glaube, so ähnlich war's. Ja, aber was habt ihr gemacht? Was habt ihr getrieben? Wie ist Lux ein Wunder durch die Krise gelaufen? Gerannt, geschlichen, geschlichen. Geschlichen? Ja. Ja, wir, also eigentlich war's, also, ne, es ist eine Krise, da ist wenig Schönes dran. Ja. Aber, sagen wir mal, uns, da, für uns ging es noch. Wir haben ja dadurch, dass wir eh so unterschiedliches Zeug machen, konnten wir halt auch eine Zeit lang einfach mal anderes Zeug machen. Schon okay. So Spielfilm also produzieren oder? Genau, Spielfilm schreiben. Solche Sachen. Nee, aber einfach so Video, Schnickschnack, ein bisschen schreiben, mal die ganzen Schreibjobs irgendwie wegarbeiten und so. Das war eigentlich okay. Also da hat's. Ich als Zweitberufsmusiker muss sagen, da hat's andere Branchen übler getroffen, ey. Ja. Ja. Das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, warum das gerade in so eine Interviewsituation abdriftet. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, wie es euch geht. Ja, es aber geht gut. Ist es nicht immer so, wenn einer fragt, so, Krane, wie geht's dir? Dass man immer das Bedürfnis hat, irgendwie zu sagen, ja, momentan nicht so richtig. Also, weißt du, so, weil man glaubhaft rüberkommen will? Ja, also du meinst, dass man mittlerweile schon vortäuscht, dass es einem schlecht geht, obwohl es einem gut geht, nur damit man nicht sagt, mir geht's gut. Gut, genau. Das, also ich erfinde dann einfach irgendwie, also ja, ich bin eher so, ja, mir geht's okay. Mir geht's gut. Einfach damit es authentischer ist. Ja, genau. Ja. Und man sagt, ja, mir geht's gut. Aber eigentlich bin eigentlich immer neutral, oder? Neutral soll das Neue. Man ist neutral. Ja. Nee, das hört sich auch traurig an. Ja, zumindest habe ich dich noch nicht oft so, dass es dir wirklich, also du hast halt mal einen Zug verpasst und so, klar, solche Dinge, solche einschneidenden Erlebnisse sind in deinem Leben schon mal passiert, Katjana, aber ansonsten geht es dir doch eigentlich immer gut, oder? Immer fantastisch, geschrieben mit F-U-N. Genau. Leute, bei mir geht alles bergauf. Ich weiß gar nicht mehr, was bergab bedeutet. Es ist natürlich alles bergab absolut heißt ironisch gemerkt. Bergab ironisch. Heißt vor allen Dingen auch leicht, ohne dass man selber arbeiten muss, vorankommen, ne? Ah ja, stimmt. Ja, okay. Scheiße. Nee, ich erwische mich immer mehr dabei, wie mich solche Fragen auch wirklich extrem angreifen in meiner Persönlichkeit. Letztens kam ein Kollege um die Ecke. Ich saß draußen, kam ein Kollege um die Ecke und hat gemeint so, ja, was, der hat nicht gefragt, wie geht's dir, sondern was machst du? Oh mein Gott. Das ist ganz schön. Kennt ihr das? Was machst du gerade? Das machst du gerade. Ja, was mache ich denn gerade? Groß. Groß, so nämlich. Heimlich groß. Heimlich groß. Nee. Fast noch geiler finde ich das. Das macht man, ich weiß nicht, ob das eine nationale Sache ist oder hier eine südbadische Eigenheit. Dass wenn man irgendwas macht, zum Beispiel man fegt, dann kommt jemand und sagt, ah, fegste. Ja, ja, ja. Also so ein bisschen meine Favorite-Format. Oh, sitzt du? Sitzen? Hier sitzt du. Ja. Es ist so, wie wenn man mit jemandem telefoniert. Es gibt ja noch Menschen, mit denen ich telefoniere, die Festnetz haben. Und ja, tatsächlich. Und dann rufe ich an, die Person geht ran und ich sage, ah, bist du wieder zu Hause? Es ist so eine super unnötige Frage. Aber man stellt sie halt auch im Sinne des Smalltalks wahrscheinlich. Ja, ich finde aber das Benennen von offensichtlich existierenden Dingen ist, glaube ich, die kommunikative Aufgabe. Also, wenn man nur noch das sagt, was man sieht, ah, du fegst, ah, du isst ein Brot, ah, ja, du telefonierst. Dann ist es, also, man kennt das ja auch so aus aus ist so das Partner- gut oder schlecht? Ja, ich glaube, es ist schlecht. Also aus so Partnerschaften, ein pinkes Auto. Okay, aber also. Es ist so ein dann? Bisschen. Ja, dann so, hat man es geschafft als Gesellschaft, wenn keine Information mehr fließt. Nee, sondern nur noch Benennen nur noch des Existierens. Dasein. Es ist das Voice-Over des Lebens. Schönste. Das Voice-Over des Lebens, Charlotte. Das ist es smart. Ist so aber wie der Soundtrack des Lebens. Ja. Ja. Schreib mal auf, Katjana. Schreib mal mit. Ich schreib's auf. Ich hab neues Buch, Voice-Over des Lebens. Buch über das Leben. Direkt nach aber es die gibt, Breite das des Das ist ein Phänomen übrigens,
dass man immer das Bedürfnis hat, zum Beispiel, wenn man ein Eichhörnchen sieht, dass man immer sagt, ah, guck mal, Eichhörnchen. Also ja, das ist ja so irgendwie in uns drin. Also jetzt nicht, ah, guck mal, da fegt einer, das vielleicht eher weniger, aber halt bei diesen, bei Kühen, ja, automatisch sagt jeder, guck mal, Kuh. Und alle gucken und sehen ja die Kuh. Ja. Es gibt ein Phänomen, ich habe das mal gegoogelt, ich habe das Wort vergessen, aber es ist tatsächlich irgendwie irgendwas in unserem Gehirn, dass wir das mitteilen müssen. Ja. Es ist, glaube ich, physisch nicht möglich, an Pferden vorbeizusagen, ohne zu fahren, ohne das zu sagen. Ja, ich würd gerne, dass ihr jetzt kurz in die YouTube-Kommentare schreibt, ach, guck mal, einen Almost Daily. Ja. Ja. Ach, guck mal. Das ist ein bisschen, Almost Daily. Es gibt eine sehr schöne L'Oreal-Szene, wo genau das vorkommt, wo eine Frau mit ihrer Freundin durch den, was sind das in welchem? Ich glaube, in Papa Anteportas, die sie durch den Park laufen und sie beschwert sich über, ich glaube, ihren Mann. Und dann sagt die Freundin, sagt dann, guck mal, ein Eichhörnchen. Und dann regt sie sich drüber auf, ich beschwere mich hier über meine Eheprobleme. Und du sagst, guck mal, ein Eichhörnchen. L'Oreal. Ach, Wahnsinn. Unvergessen Weihnachten der bei den Biko. Hoppenstedts. Ich war jetzt ein moderner Klassiker. In, wie der Zauberberg. In Frankreich für meinen Bruder seine Taufe. Kind, Taufe, genau. Und da war es halt auch so, die ganze Zeit bei den Familienmitgliedern, dass man halt die ganze Zeit wirklich auf, die ganze Zeit nur gesagt hat, was man gerade macht. Schmeckt gut, ja, essen. Und ah, guck mal und schön, schön. Und mein Vater hat sich da so ein bisschen dazu gestreut und dann hat er immer gedacht, es ist lustig, wenn er genau das Gegenteil immer macht, was überhaupt nicht lustig war. Sag mal ein Beispiel. Ah, ist schön hier. Es ist unfassbar schrecklich hier. Ich hasse die Menschheit. Und alle so, ah, lol. Ich wollte, rigolo, wie sagt man lustig auf Französisch? Rigolo? Rigolo? Ja, wir sind alle keine Franzosen. Röffel, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, Röffel, Röffel, sehr schön. Aber findet ihr nicht auch, dass so bei Familienfeiern mittlerweile so, wir sind in so ein Alter angekommen, also Sandro, ich, ja, eine Generation, aber wo bei so Familienfesten Stillstand herrscht und man müsste eigentlich mal so ein Update fahren. So, was macht man eigentlich an Familienfeiern? Ich weiß nicht, was bei euch bei Familienfeiern passiert, aber bei mir passiert gar nichts mehr. Man trifft sich, man isst und dann wartet man aufs nächste Essen und dann nochmal aufs nächste und dann fährt man wieder. Und zwischendurch passiert nichts. Ja. Auch und, kein Getränk? Ja doch, also vielleicht holt man sich da mal ein Wässerchen, aber ansonsten ist also da und irgendwie ein paar Beteiligte ziehen sich dann darauf zurück, irgendwie dann in der Küche auszuhelfen oder so, aber der Rest ist ja dann, der Rest fühlt sich schlecht, dass er nicht mithilft, ist aber auch maximal gelangweilt und kann aber auch nicht mithelfen, weil die Küche halt schon voll ist. Ja. So, und was dann? So. Und niemand hat aber auch Bock, irgendwas zu machen, weil es ja eine total random Konstellation ist. Und da passiert nichts mehr. Und wir müssten, also ich muss ehrlich sagen, ich bin mittlerweile so, keine Ahnung, man müsste Familienfeiern irgendwie, weiß nicht, auf ein Schiff verlegen oder so. Keine Ahnung. Irgendwie ein geiles Update fahren, dass Familienfeier wieder geil werden. Absolut. Also ich würde auch genau das sagen. Das ist, was man macht, dass man steht sich eigentlich nur im Weg. Alle wollen so tun, als ob sie helfen und irgendwas machen. Und man hat sich nichts zu sagen, als vielleicht, ach, wisst ihr noch, bei der letzten Familienfeier? Da haben wir auch nichts gemacht. Da haben wir auch nichts gemacht. So. Ich glaube, man soll sie einfach abschaffen. Also es ist, ich weiß, eine große Aussage. Ich habe viele Gegner. Aber ich gehe davon aus, guck mal, wenn wir Vöglein, man benutzt ja das Parabelbeispiel, die Vöglein aus dem Nest. Weißt du, oder? Ist das nicht dieses Schubsen? Ja? Die Vöglein sollen mal raus, aber die kommen doch nicht irgendwie 10 Jahre später in das alte Nest wieder zurück. So, ja, guck mal, wollen wir mal rumstehen. Die Vöglein sind weg. Ja, das Nest ist vor allem weg. Ja. Genau. Es ist vor allem, ist leer. Es ist leer? Ja, ich würde sehr gerne auf den Brand einsteigen, aber
eigentlich, weil es ist sehr viel unterhaltsamer, über Familienfeste zu ranten, aber ich habe gegenteilige Erfahrungen gemacht. Ihr habt einen Zauberer in der Familie. Genau. Und jedes Mal zaubert er was Größeres aus dem Hut. Lässt euch alle verschwinden. Genau, wie die Vöglein aus dem Nest. Wir werden immer weniger. In 3 Jahren ist das Familienfest, besteht dann nur noch aus mir und einem einsamen Cousin. Hä, auf welchen Familienfeiern bist denn du? Die kenne ich ja gar nicht. Aber glaubst du, wer glaubst du, wenn, also ich finde es ja auch nicht, ich übertreibe, es ist ein bisschen langweilig, aber es ist eigentlich auch schon schön und man bringt Liebe und alles zusammen und sowas. Man hat sich halt wenig zu sagen, aber es ist schön. Aber wer glaubt ihr, wer seid ihr? Also man, es wird ja unfassbar viel gelästert wahrscheinlich auch, oder? Weil man hat ja nichts zu tun, dann redet man immer über, ja, die Sibylle, die hat jetzt neu geheiratet. Ja, hast du den gesehen? Ich sag ja nur, 3, 8 Doppelkinne muss das sein? Was, ja, das stimmt, aber weißt du, was ich, womit ich mich da so schwer tue? Dass das meistens immer Leute sind, die ich nicht kenne. Und es ist nichts langweiliger, als über Leute zu lästern, die man nicht kennt. Deine Eltern lästern über dich, Fabian. Ich will echt, ich sag, so, Entschuldigung, aber unsere Eltern lästern über Nein. uns. Nein, meine Mutter lästert nicht über mich. Ach, Quark. Aber du, wenn du die nicht kennst, dann kannst du es dir doch selber einfach ein bisschen interessanter machen, indem du einfach random Dinge erfindest über irgendwelche Leute. Du schnappst Sibylle auf und dann erfindest du was und dann guckst du, was passiert. Das ist doch ein geiles soziales Experiment. Nee, also mein neuester Task tatsächlich bezüglich Familie ist, meine Oma möchte jetzt wissen, was Rocket Beans ist. Und ich habe ihr versprochen, dass ich ihr eine Presseschau zusammenstelle. Mit so Interviews von Nils Bohmhoff und Etienne Gade und weil sie hat kein Internet und sie hat, sie weiß auch, sie kann das nicht empfangen, sie wird es auch nicht empfangen können und deswegen, aber sie ist total interessiert an dem, was ich mache, deswegen muss ich jetzt meine neueste Task für Monat August, neben Deutschlands größten Schachturnier, ist natürlich eine Presseschau für meine Oma zusammenstellen. Also liebe Community, wenn ihr geile Artikel habt, die, wo ihr denkt, dass sie so niederschwellig auch sind. Also das, ne, ich brauche jetzt kein Interview darüber von Daniel Budiman über Sekiro oder so. Ich brauche sowas, was so Rocket Beans erklärt. Aber ein niederschwelliges Interview. Es soll also Presse sein. Du hast nicht daran gedacht, vielleicht das über Video zu machen. Nein. Meine Oma will lesen. Oma will lesen. Okay. Und doch, sie will lesen und sie will wissen, verstehen, was Rocket Beans ist und wenn ich ihr das erkläre, dann wird sie das nicht ernst nehmen, weil ich ihr das erkläre. Und sie wird es auch nur ernst nehmen, wenn das große Tageszeitungen sind. Spiegel, FAZ, TAZ, Welt, die ganzen großen Namen. Ja, ich glaube nicht. TAZ zählt bei der Oma dazu. Das ist doch schon mal bemerkenswert. Ich glaube auch nicht, dass Rocket Beans einen TAZ-Artikel hat, aber. Aber Welt, FAZ, Zeit. Weltfahrt, klar. Aber bitte schickt mir nicht diesen großen Weiß-Artikel, weil meine Oma weiß nicht, was Weiß ist. Und wenn sie Weiß schreibt, dass wir cool sind, dann glaube ich nicht, dass meine Oma mich als Person akzeptiert. Da ist vorbei dann. Und noch mehr Geschichten von mir und meiner Oma und euch erfahren wir nach der Werbung. Wir müssen nämlich mal ganz kurz Werbung machen, uns kurz refreshen und dann sind wir sofort wieder da. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Almost Daily an diesem fantastischen Tag. An meiner digitalen Seite immer noch die fantastischen Menschen, mit denen ich auch privat gut befreundet bin. Ich habe zumindest ihre Handynummer und habe schon mal WhatsApp mit ihnen ausgetauscht. Katjana Gerz, Charlotte und Sandro von der Wundertütenfabrik. Hallo. Hallo. Wir waren gerade bei meiner Oma. Das war natürlich ein Spaß. Meine Oma nimmt mich auch so als Person ernst. Aber ich sag mal so, ich könnte in den Ranking noch ein bisschen steigen. Also, weil man muss dazu sagen, dass es in meiner Familie, es gibt schon enormen Leistungsdruck. Weil, ihr müsst euch das so vorstellen, mein Cousin war Weltmeister in Deutschland, 8. beim Rudern. Und mein anderer Cousin
hat das, meines Wissens, ich weiß nicht genau, welche Abstufung, aber hat das Bundesverdienstkreuz. So. Und jetzt komme ich halt mit Rocket Beans. Naja. Naja. Ja, also vergleichbar. Also Bundesverdienstkreuz, Rocket Beans. Schachturnier. Schachturnier, Deutschlands größtes Schachturnier. Deutschlands größtes Schachturnier. Flummi-Ding hast du auch mitgespielt? Flummi habe ich nicht mitgespielt, saß ich aber im Publikum. Okay, ja, das zählt. Das lassen wir gelten. So hättest du dem Deutschlandachter schön mal noch den Rang abgegrätscht. Ja, wirklich. Aber Fabian, könntest du vielleicht so ein Interview mit deiner Oma machen? Für Rocket Beans? Ja. Ja, klar. Also, man muss dazu sagen, meine Oma, ich liebe meine Oma, meine Oma ist Hammer. Meine Oma ist 90, die ist jetzt 90 wow. geworden. Alter Schwede. Und gibt noch Flötenunterricht und so. Also, nein. Die ist noch richtig am Stissel, also im Kopf noch mega am Start. Und ich kann sie mal fragen, ob sie bereit wäre für ein Interview. Ich mach das mal, ich frag sie mal. Ja, und, geil. Und plus Flötenunterricht, weil ich hab eine, ist es Querflöte? Kann sie auch. Oh nein! Sein. Ich habe eine Querflöte, Charlotte auch. Wir beide kommen und mit deiner Oma und vielleicht kann sie uns digital Querflötenunterricht geben. Ja, da kommt mein Cousin und stellt sich einmal kurz mit seinem Deutschlandachter hinten an und hält ihr ein Smartphone vor die Nase und dann kann sie digital teilnehmen. Das wird vor allen Dingen akustisch ein Erlebnis. Ich glaube auch. Ja, das können wir gerne mal machen. Ja. Weil was viele Leute ja nicht wissen, das habe ich ja noch nie hier auf dem Sender erzählt, ich komme aus einer Kirchenmusikerfamilie, ich komme aus einer Chordynastie. Ja, toll. Fabian Krane, es ist ja öfter mal was Neues. Immer wieder was Neues, genau. Mein Vater war Organist, mein Onkel war Organist. Das heißt, der hat mehrere Organe? Er hat mehrere Organe, genau. Und, oder der organisiert. Voll organisiert und ja, mega der Orga-Typ. Und ja, was können eure Familien so? Sorry, aber ich bin in diesem Vergleichmodus jetzt drin, ich komme auch nicht raus. Das verstehe ich absolut. Bei mir sind sehr viele Ärzte, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Oh, wow, in unterschiedlichen okay, cool, Generationen. Okay, cool, cool. Flex. Ja. Ich mir ausgedacht, aber es funktioniert. Nee, ja, es sind wirklich sehr viele Ärzte, die Ärzte-Sachen machen. Aber haben die auch im Deutschlandachter gerudert? Die haben mit Skalpell im Deutschlandachter gerudert. Und also es gibt Skalpell-Stocherkahn und es gibt Skalpell-Rudern. In allen Disziplinen wurden nicht Gold, aber Silbermedaillen achieved. Respekt. Katjana, danke. Kommst weiter. Du? Was denkst du denn? Naja, Katjana Gerz, ich sag mal so, Katjana Gerz kommt aus einer Erfinderfamilie. Wir sind alle von der Cloud. Nee, tatsächlich, wie die viele Leute erratet haben, viele Psychologen. Because we're all a little cool. nee, also von der deutschen Seite sind sehr viele Psychologen und von der amerikanischen Seite sind total durchwachsen. Meine Mutter hat 4 Geschwister und 3 davon leben in Las Vegas und sind relativ, I mean, ja. Ich will dich gar nicht so unter Druck setzen. Nee. Und mein Onkel, der hat's richtig gemacht, der hat ganz reich geheiratet und die sind alle Silicon Valley, California People. Cool. Aber ja. Ist so. Also hübsch und crazy. Waren die jetzt auch bei diesem Tech-Call dabei? Ja. Ja, ne? Die waren dabei. Nee, ich will auch gar nicht, das ist jetzt so unangenehm abgedriftet, weil ich mit meiner Familie so geflext habe. Natürlich, ich will euch gar nicht in Bedrängnis bringen, eure privaten Angelegenheiten zu erzählen. Keine Sorge, das haben wir uns alles ausgedacht. Gut, sehr gut, ja. Ich habe in meiner Familie mehrere Italiener. Cool. So, Fabian, jetzt ist es an dir. Wo bewegt sich was? Ruderverein, Ärzte, Silicon Valley, Italiener. Und Italiener. Das ist auch meine Mindmap, ja. Ja, really. Nee, aber wo wir eigentlich waren, schickt mir gerne Artikel zu Rocket Beans TV. Kein Weißartikel, sondern schönen, seriösen Artikel, den ich meiner Oma ausdrucken kann, oben so schön Datum dazu schreiben kann und so und ihr dann per Post schicken. Und
Ist es denn wichtig, dass dein Name nicht da drin steht? Weil da würden ja dann immer nur andere Leute drinstehen, oder? Ja, ja, also fairerweise, das einzige Interview, was es in Bezug auf Rocket Beans von mir gibt, ist in einem Schachmagazin. Das brauche ich meiner Oma nicht vorlegen. Deswegen. Wieso? Aber wer weiß, ist doch cool. Warum ist es von der Weiß? Weißschach. Nee, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, aber das lass uns mal nicht machen. Ihr kennt doch ältere Menschen, die kennen diese neuen Medien nicht. Die brauchen Dinge, aber die sie kennen. Guck mal, hier, wir haben jetzt gerade, da haben wir doch das Ding. Da haben wir doch den Vorteil. Ältere Menschen. Wir können doch einfach einen Zeitartikel selber schreiben, Fabian. Ja. Einfach. Ja. Das ist überhaupt die Idee. Das ist überhaupt die Idee, einen Zeitartikel schreiben mit mir. Ja. Im Vordergrund. Mit mir im Vordergrund. Interview. Überschrift ist besser als der Deutschlandachter. Ja. Rocket Beans. Oder wir könnten, oder wir machen vom Greenscreen, nehmen wir so eine Fake-Tagesschau-Sendung auf. Absolut. Wo ich interviewt werde, so der neue Shootingstar von Rocket Beans TV. Und das spielen wir ihr so in den Fernseher ein, dass sie denkt, sie guckt gerade die Tagesschau so um 8 Uhr abends. So. Dann bin ich vielleicht, nee, ich kann da nicht da sein, das wäre dumm. Aber mein Cousin vom Deutschlandachter vielleicht. Ja. Aber du brauchst ja auch, wir brauchen es ja gar nicht digital machen. Wenn sie was zu lesen haben will, dann nimmst du eine große Tageszeitung oder Wochenzeitung deiner Wahl und dann machst du analoges Photoshop. Schneidest dich aus und klebst dich in die Fotos rein, die in der Zeitung sind. Ja. Kannst, wenn du möchtest, auch den Artikel dazu kleben. Ich meine, mit 90, deine Oma ist bestimmt geistig noch fit, aber vielleicht ist es mit den Augen nicht mehr so, dass sie nicht so richtig sehen kann, ob... Jetzt wird es ein Bashing zur Oma. Und haptisch, überhaupt nicht. Wenn man dann so drüber fährt und kommt übers Foto, dann merkt man das nicht, weil man schon so viele Falten hat. Ja. Aber das finde ich gut. Ja, vielleicht mache ich das einfach. Ohne Scheiße. Wenn die Leute in... es ist ja ganz oft in Amerika so, dass man... also Europäer, die nach Amerika kommen, die wollen ein Visum haben. Als Künstler und die kriegen meistens immer, und ich hatte da mehrere Freunde, und die mussten dann immer nachweisen, dass die erfolgreich sind in ihrem Land. Also eine Freundin von mir, die kommt aus Dänemark oder so, und musste dann halt irgendwie ihrem Anwalt ganz viele Artikel geben und zeigen und sagen so, ah, sie ist eine kostbare, und das war halt natürlich alles gelogen und geschmogen. Und da haben die Leute auch immer nur so, kannst du mir kurz einen Artikel noch schreiben, können wir uns da irgendwas zusammenreimen, könnten wir halt das von da nehmen. Und dann wurde das halt irgendwie so, dass die mal irgendwie in der dritten Klasse Ballett gemacht hatten. Da gab es einen kleinen Artikel im Dorf. Wurde einfach riesengroß gemacht. So. Ja. Wie bei der KSK-Anmeldung. Ja, genau. Stimmt das auch. Ja. Ich habe im Kindergarten bei, als wir der kleine Regenbogenfisch aufgeführt haben, habe ich so eine glitzernde Schuppe gespielt. Vielleicht gilt das ja auch schon als Arbeitsnachweis. Für eine Green Card reicht. Ja, für eine Green Card. Und da, ich glaube, weißt du, deine Oma, selbst das würde sie einfach denken, wow, das ist fantastisch. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Weil so Liebe ist ja bedingungslos in Familien oft. Auch über die Generationen hinweg, ja? Auch über eine ganze Kahnlänge hinweg, ja. Ja, auch wenn sie bedingungslos Kahnlänge. Ist aber doch auch nicht immer gleich verteilt, ne? Manchmal ist das so ein Deutschlandachter Cousin ist schon noch ein bisschen mehr geliebt. Naja, aber dem würde ja überhaupt erstmal vorangehen, dass ich mich vergleiche, was ich absolut tue. Sogar ganze Familie. Ich will auch gar nicht, wir driften so komplett ab in diese Familiengeschichte und in wirklich Issues von mir. Aber, wart ihr schon mal okay. In irgendjemand verliebt von euch in der Familie? Scheiße! Gatjana! Come on, let's get it. Nein! Come on, Kusse. Vielleicht bist du diejenige, die bei der Weiß arbeitet. Ja! Schwuppdiwupp gibt's einen neuen Weiß-Artikel, ne? Ja. Krane liebt. Ich habe eine Frage an euch, die jetzt damit gar nichts zu tun hat, aber ich versuche elegant, Fabian Kranes Familie aus der ganzen Geschichte elegant rauszuführen. Das muss eine richtig gute Frage sein, wenn wir die 30 Minuten rausschneiden. Okay.
ich habe tatsächlich eine Frage. Ich bin unschlüssig, wie ich mich verhalten soll in einer Sache. Und zwar gibt es neue Nachbarn in dem Haus, in dem ich wohne, über mir. Vorher, bis vor kurzem, hat da eine Familie mit einem sehr kleinen Kind gewohnt. Und dieses sehr kleine Kind war laut, kann man sagen. Also nicht stimmlich laut, sondern das hat vornehmlich morgens ab 7:30, ich habe mir das so vorgestellt, ich habe es ja nie gesehen, aber ich habe es mir so vorgestellt, dass es auf das Sofa sich stellt und dann runterspringt auf den Boden. Und das so eine halbe Stunde am Stück. Das macht auch Spaß. Das ist auf jeden Fall ein großer Fun, will ich überhaupt nicht schmälern. Diese Aussage stimmt total. Es macht nur dann nicht Fun, wenn du die Person bist, die drunter das Schlafzimmer hat und vielleicht noch so 2-3 Stunden schlafen. Auf jeden Fall ist diese Familie dann ausgezogen vor 8 Wochen. Alle haben sich gefreut. Yay, das springende Kind ist weg. Und jetzt ist der Typ eingezogen, mit dem Katjana eine Affäre hat. Und du weißt nicht, wie du dich zu verhalten sollst. Ganz genau, ganz genau. Ich habe sie nämlich wiedererkannt. Nee, es ist ein. Oben die ganze Zeit. Du Futze! Genau, das höre ich jetzt die ganze Zeit im Treppenhaus. Du, ich war schon da. Also ich weiß, wie man mit der Situation zu handeln hat. Das ist nicht mein erstes, mein Ex-Freundin zieht über jemanden ein. Nee, aber Vielleicht könntest du einziehen, damit du das handeln kannst. Ja. Vielleicht ist das schon die Antwort auf meine aber noch nicht gestellte denn, Frage. Wer ist denn eingezogen jetzt? Es ist ein mein Cousin. Pärchen sagt man ja immer, ne? Zu Paaren, die unter 50 sind. Es ist ein Paar. Und der Einzug und die Einzugsparty waren am Start auf jeden Fall. Das ist ja auch alles okay. Und dann sind sie jetzt immer noch da. Und um es kurz zu machen, sie sind sehr, sehr laut in ihrem Gang. Also ich weiß nicht, es liegt vielleicht auch an diesem Haus, dass es sehr hellhörig ist. Es war auch schon, dass die Leute unter uns, also wir wohnen im 4. Stock, unter uns wohnt der 3. Stock natürlich, die auch schon gesagt haben, es ist ein bisschen laut. Im 5. Stock, also vom Gehen. Und die über uns sind jetzt dermaßen, also dass man wirklich das Gefühl hat, es macht jemand absichtlich so die Fersen in den Holzboden reinzuhauen. Und dann kamen sie vor kurzem und haben gefragt, also es hat dann geklingelt, die Frau stand davor und gesagt, ja, wir sind da oben eingezogen und es war die Frage, ob sie das Internet mit benutzen dürfen bis zum Ende des Monats, weil sie noch kein Internet haben. Auf keinen Fall. Das ist ja. Doch, ich habe es ihnen erlaubt. Großherzig, wie ich bin. Wie sahen die denn aus? Waren sie denn so ein bisschen. Denn so Armeestiefel an? Oder? Nee. Waren 4 Meter groß? Nee, gar nicht. Ich wundere mich, also jetzt auch nicht, dass vom nächsten Windstoß sie umgepustet würde, aber. Normal. Man würde nicht denken, dass das. Ich habe ja auch nur sie gesehen. Weiß nicht. Ich glaube, es hat aber auch nichts damit zu tun, welche Körperfülle man hat oder nicht. Was? Er stand eigentlich hinter ihr, aber weil sie. Man hat es. Sie hat ihn verdeckt. Nee, sie sah völlig. Normal ist immer so ein Wort, ne? Aber ja. Aha, jetzt hast du das Problem. Und die Frage ist jetzt, woran liegt? Nee, nicht die Frage ist, woran liegt, sondern das Problem, was ich mir stelle, die waren super nett und dann hat sie, ja, und hier, damit wir das mitbenutzen dürfen und wir bezahlen das auch und hier ist noch ein Wein und so und die waren super nett. Scheiße. Und dann habe ich, hatte einen Besuch von einer Freundin und habe dann zu ihr gesagt, es ist sehr unangenehm mir, dass die jetzt so nett sind, weil jetzt kann ich nicht mehr hochgehen und sagen, ihr lauft zu laut. Es ist so eine unangenehme. Deswegen eigentlich nie befreundet sein mit irgendwelchen Nachbarn, weil das nee. Kommt absolut. Immer, das ist so eine goldene Regel. Aber ich habe mir gerade überlegt, du kannst ja bei dir im Internet, wenn sie jetzt eingeloggt sind, einfach deinen Internetnamen ändern zu ja. Ihr lauft zu mir. Das ist die sehr viel subtilere. Botschaften, so, hallo, ich höre alles oder so. Ja, das stimmt.
Es ist deutlich subtiler, als hochzugehen und zu sagen, Leute. Oder man ganz in so Filzpuffer, die man unter die Stühle macht, so in Schuhform ausschneiden und hinlegen. Und Ideen geben, ja. Und ja. Oder man geht immer hoch und man bringt halt irgendwie die noch ein Bein und dann halt immer so, und dann holt man sich die ganzen Schuhe und stellt die raus oder so und sagt, ah, guck mal, der Boden, der muss ja ganz fein sein, da muss man ja wirklich aufpassen. Ja, aber genau. Man macht so eine Presseschau, ne? So eine Presseschau mit so einem Artikel, den man fake, wo dann drin steht, wie leise Laufen der Gesundheit förderlich ist. Statistik besagt, leise Läufer sind intelligenter. Leben länger. Leben länger, genau. Es ist so bescheuert, ne? Es ist so eine, das ist so, also, dass man, erstens, warum, man könnte ja auch einfach hochgehen und sagen, Leute, pass auf, es ist hier hellhörig, das ist bei unseren Nachbarn auch schon so. Aber irgendwie, kennt ihr das, dass man sich damit leichter tut, wenn man die Leute scheiße findet, als wenn man sie nett findet? Klar. Oder du musst jemanden vor den Bus werfen. Du sagst, mich stört's ja gar nicht so, aber mein Freund, der gerade, ich sag's ungern, der ist krank. Und hat gerade auch letztens ein Bein verloren. Und das lässt sich halt schwer. Das lässt sich schwer faken. Vor allen Dingen im vierten Stock. Schauspieler, der legt sich dann dahin und so ist alles geklärt, machst ein paar Fotos, zeigst und sagst so, der beschwert sich halt unfassbar. Und auch, es ist nicht mehr so die Lautstärke, aber auch gleichzeitig das Problem, das erinnert ihn an seine Fuß, den er gerade verloren hat. Also es ist psychologisch sehr schwierig. Ich habe damit kein Problem. Ich liebe Füße und Geräusche, aber eher, ja. So. Er ist ein Veteranenkind erfinden. Und es kann aber nicht aus dem Zimmer raus. Genau. Veteranenkind. Welchen Krieg er mitgemacht hat. Ja, also Koreakrieg. Wie alt ist er? 8. läuft auf so einem Skateboard. Ja, genau. Er sitzt auf so einem Skateboard und rollt sich ab und zu in die Küche. Ja, das sind auf jeden Fall gute zwei Vorschläge, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Ich will einfach umziehen. Charlotte, ich glaube, du musst einfach umziehen. Du musst dich einfach mal umziehen. Ja. Aber seid ihr so generell eher so Konfrontation aus dem Weg gehe. Voll. Also so im Kino, Leute reden zu laut. Was macht ihr? Ihr geht. Ich mach nix. Stream auf Netflix. Ja. Nee, ja. Ist noch schlimmer. Ich gehe noch nicht mal, sondern ich halt's aus 2 Stunden und guck dann böse rüber. Und machst du so. Im Dunkeln. Und machst dann so. Oder so ein Geräusch. Ja. So. Ja, laut ausatmen. Ja. Absolut. Exhale through nose. Furchtbar, ja. Ich habe zum Beispiel auch keine Klingel am Fahrrad, wo ich manchmal denke, das sagt auch sehr viel über mich aus. Sondern ich fahre dann hinter Leuten, die scheiße Fahrrad fahren, einfach her und fuchtel mit den Armen. Das sehen dann die Leute hinter mir, die sich wahrscheinlich auch drüber aufregen, aber es bringt null. Aber was machst du denn, wenn jemand da steht und der muss aus dem Weg? Machst du dann Klingelingeling oder? Ding dong. Ja. Ding, ding, absolut. Nee, machst du ich mach tatsächlich du? Klingelingeling. Ja. Warum macht man denn, warum macht man auf dem Fahrrad eine Fahrradklingel und nicht eine Hupe? Das wäre doch viel naheliegender. Na, ist Hupe nicht ist naheliegender, aber es wäre viel effektiver. Zu aggressiv. Dann meinen die Leute, es kommt ein Auto, dann gehen die schneller auf die Seite. Hypothese. Ja, da kannst du es dem Scheuer gerne mal sagen. Damit er irgendwas hat, was er in seiner Amtszeit richtig gemacht hat. Genau. Oh, Hupenpflicht und Helmpflicht. So der tut mir echt schon fast ein bisschen leid, der arme Scheuer. Alles, was er anfängt, wird zum Müll. Ich hatte heute, der ist ja so Running Gag bei einer anderen Sendung, die ich mit Florentin mache, wo wir so eine Autosimulation spielen. Und wir hatten heute einen im Chat, der behauptet hat, dass er am Montag ein Vorstellungsgespräch im Verkehrsministerium hat. Und, Und wir sind gespannt, wir warten auf Neuigkeiten, was das angeht. Also, lieber Chat-Mensch, der das geschrieben hat, ich warte immer noch auf Nachricht von dir, wie es war. Nee, aber ich bin auch oft unterwegs und denke dann so, ich habe so eine Schwelle überwunden, dass ich so Kritik anbringen kann im öffentlichen Raum. Also, dass ich so sagen kann, hey, im Kino, hey,
ganz kurz, Leute, wollt ihr vielleicht ein bisschen leiser sein? Das stört einfach so. Ich hasse so. Das schon jetzt schon. So, und auch so im Straßenverkehr und so, dass ich dann so einfach mal so, hey, guck mal, wie gesagt, wir können uns den Weg halt, so Fußweg, Fahrradweg und so. Und jetzt war ich öfters mit einer Freundin unterwegs, die dann aber immer wiederum gesagt hat, ja, Fabian, das kannst du auch nicht machen, weil du musst auch Verständnis dafür haben, dass es städteplanisch, städtebautechnisch einfach scheiße ist und die Leute halt dazu gezwungen werden, so scheiße sich zu verhalten. Und ganz ehrlich, wie man es macht, macht man es nicht recht. Ja, das System ist schuld. Aber ich finde, dieses anzufangen mit, hey Leute, ist einfach ein No-Go. Ja? Hey Leute, guckt mal, reißt euch mal zusammen. Sondern einfach, dann sollte man entweder aggressiv, geht aus dem Weg, oder fuck you! Ja, oder man macht, oder man tanzt an denen vorbei, oder sowas, ja? Aber ich finde es auch schon dieses super Verständnisvolle, ne, wenn er irgendwer kommt und äußert was und dann ist so, hey, ich will jetzt nur und das, weißt du, das ist jetzt so zwischen und ich, das macht mich so, dass ich mich so fühle und so, dann lieber, sag dann einfach, lieber, ja, sag einfach. Zieh die Hose wieder an, ich will deinen Pimmel nicht sehen. Und ich so, ich fühle mich gerade ein bisschen, I don't want to be that person. Be that person. Ja, ja. Entweder schrei mich an oder halt's Maul halt. Genau. Okay, also ihr würdet eher angeschrien werden wollen, also dass jemand kommt und sagt, fuck you, geh aus dem Weg, als... Blöde Fotze, ja. Damis, du ziehst es wahrscheinlich an, du strahlst es aus, dass du lieber beschimpft wirst, als freundlich angesprochen. Ja. Deswegen hat die auch nicht gesagt, du schönes Wesen, sondern du Fotze. Ich glaube, ja, oder halt, weil du halt mit ihrem Ex-Freund geschlafen hast, ne? Nee, schon ihrem Freund. Also Ex-Freund, das wäre ja alles noch okay. Das war dumm von mir. Scheiße! Naja, Leute, wir kommen langsam tatsächlich zum Ende. Was mache ich denn jetzt mit den Leuten über mir? Das müssen wir, überhaupt keine Antwort. Da müssen wir noch eine Antwort drauf finden. Ich würde fast sagen, Charlotte, das schreiben die Leute in die Kommentare. Was du mit diesen Leuten machst, ist das nicht smart? Das ist eine sehr gute Idee. Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Genau. Vielleicht auch einfach mal die verlinken unter diesem Video. Einfach sagen so, hey, guck euch das mal an. Die Nachbarn? Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Die Nachbarn. Einfach die Adresse rausgeben und dann sagen, ihr regelt oder das. Den WLAN-Namen. Den WLAN-Namen rausgeben, ja. Sehr gute Idee. Ja, ey, Leute, schön, dass ihr da wart. Ich liebe euch, das wisst ihr. Und ich würde euch immer verteidigen, an jeder Front. Und ich weiß nicht genau, warum ich das jetzt gesagt habe, es war gar nicht notwendig, aber ich habe es einfach mal so gesagt. Ich glaube an euch. Scheiße gebaut irgendwo? Ich glaube an euch. Auf jeden Fall. Katjana, wann gehen wir mal wieder was essen? Ich komme Dienstagabend. Dienstagabend, was ist da? Ja, da bin ich in Hamburg. Gehen wir Salat essen bei unserem Mann. Bei unserem Mann, genau. Und ihr seid auch gerne immer zum Salatessen eingeladen. Es war mir eine Freude. Schön, dass ihr da wart. Folgt alle Wundertütenfabrik. Lux an Wunder findet ihr auf YouTube. Auf Instagram machen die auch ganz fantastische Memes und TikToks. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Schaut weiter Rocket Beans, geht in den Supporters Club, abonniert diesen gottverdammten Kanal und habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Mein Name ist Fabian Krane. Bin raus. Tschüss. Don't drink and don't drive. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily.